Moin, mein Name ist Agito und ihr wollt wissen, wie man die Rätsel in Hogwarts lösen kann? Dann lasst mich euch erleuchten. Lumos. Oh Mann, der Joke war ja mal richtig bad. Es geht los nach dem Intro. Als erstes fangen wir an mit dem Mottenrätsel. Wie wir wissen, folgen Motten dem Licht. Was ihr also machen müsst, ist mit dem Zauber Lumos einfach Licht zu erzeugen, direkt vor diesem schwarzen Gemälde. Damit aktiviert sich dann das Gemälde und ihr könnt sehen, wo sich eine gewisse Motte verstecken wird. Wir folgen nun also einfach diesem Hinweis. Bei der Motte angekommen, müssen wir einfach mit aktiviertem Lumos dorthin gehen, dass die Motte halt einfach dem Licht folgt und dann rennen wir zurück zum Gemälde. Alles, was wir dann noch tun müssen, ist Lumos zu deaktivieren und dann wird die Motte automatisch zum Gemälde zurückkehren und wir bekommen die Schrift als Belohnung. Diese Truhe hier habe ich am Anfang absolut nicht gecheckt. Also, sie hat ein Auge. Dieses Auge verfolgt uns und behält uns im Auge und solange wie es uns sieht, ja, öffnet sich die Truhe auch nicht. Deswegen nutzen wir den Desillusionierungszauber und können uns damit einfach unsichtbar machen. Dann können wir mit dieser Unsichtbarkeit uns an die Truhe ranschleichen und die Truhe ganz einfach öffnen. Mal so zwischendurch. Ich habe einfach meinen Geheimgang gefunden. Holy shit. Schaut euch in Hogwarts also ganz genau um. Hier haben wir einen, ja, Kessel, eine Schale mit einem Drachen. Und was machen Drachen? Sie speien Feuer. Und was machen wir? Wir benutzen Incendio. Und schon haben wir die Schrift als Belohnung. Doch das schwierigste Rätsel werden wir uns jetzt anschauen. Arithmetik. Die Kunst, ja, mit Zahlen zu rechnen. Im Grunde die Mathematik. Hier geht es allerdings auch um die Wahrsagerei. Dieses Rätsel hat mich sehr, sehr lange auf Trab gehalten, bis ich erst einmal rausgefunden habe, wie das Ganze funktioniert. Denn ich habe hier eine Seite gefunden. Da sieht man die Arithmetik-Regeln. Und zwar, es gibt halt eben diese Wesen und die werden mit 0, 1, 2, 3 und so weiter bis 9 gekennzeichnet. Wichtig, wir fangen bei 0 an zu zählen. Das ist der Trick bei der Geschichte. Wir fangen hier unten mit 0 an und gehen dann einfach nach oben weiter. Wir fangen also an mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Um das Rätsel hier in der Mitte zu lösen, schauen wir uns das Ganze mal an, wie das überhaupt aufgeschlüsselt wird. Wir haben in der Mitte die 9, das ist das Ergebnis, was wir brauchen. Die 2, ja, das ist ein Teil davon und oben das Symbol ist auch ein Teil davon. Wir müssen das zusammenrechnen. Wir finden jetzt raus, was die Schlange ist. 0, 1, 2, 3. Also, die Schlange steht für die 3. Die 2 zählen wir zusammen, sind wir auf der 5. Was brauchen wir, um auf 9 zu kommen? 4. Also zählen wir wieder. 0, 1, 2, 3, 4. Also, wir müssen beim ersten Fragezeichen die Eule hier eintragen. Ich habe das auf diesem Spielstand hier jetzt schon gelöst, deswegen schauen wir uns das nächste an. Wir wollen die 4 haben. Wir haben bereits 0 und 1. Was wir also brauchen, ist die 3. 0, 1, 2, 3. Also die dreiköpfige Schlange. Wir müssen jetzt zu diesen 2 Fragezeichen. Die sind in diesem Fall hier oben. Und hier müssen wir dann die dreiköpfige Schlange für die 3 eintragen. Danach müssen wir nur noch die Tür öffnen. Zum krönenden Abschluss, wir haben hier ein Schloss. Das können wir nicht so einfach öffnen. Ihr braucht dafür den Zauberspruch Alohomora. Und ja, das werdet ihr erst im Laufe der Story bekommen. Den habe ich selber noch nicht freigeschaltet. Das werden wir dann im Stream freischalten. Schaltet auf jeden Fall bei mir ein. Dort schauen wir uns alles live zusammen an. Wenn euch das Video geholfen hat, wäre es richtig nice von euch, wenn ihr mir ein Like da lasst. Das unterstützt mich extrem. Und schaut wieder rein, wenn es wieder heißt Hogwarts Legacy.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.